Wenn es um die Telefonie geht, ist die Fritzbox als Router unschlagbar. Für mich hatte sie bisher immer ein Manko. Ich konnte keine Telefonbücher synchronisieren mit meinem CardDAV-Anbieter. Was meine ich mit CardDAV? CardDAV-Anbieter sind zum Beispiel GMX, Google, iCloud, web.de, also da, wo man seine E-Mails hat, kann man in der Regel auch ein Adressbuch speichern. Und das wäre natürlich schön, wenn das auch in der Fritzbox synchronisiert worden wäre. Das ging die ganze Zeit nicht. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Denn AVM fängt an, den CardDAV-Standard zu unterstützen, wurde schon in der Laborversion integriert, hat bei mir mit Posteo leider noch nicht geklappt. Ich habe natürlich ein Ticket bei AVM offen und hoffe, dass das gefixt wird. Nichtsdestotrotz, es gibt jetzt schon eine Lösung, die man nehmen kann und die auch ein paar Unterschiede hat. Und die schauen wir uns jetzt im Video an. Das IP-Phone-Forum ist bekannt für viele Themen rund um die Fritzbox und ein Nutzer, Plex Senator, und auch Andy G., der hier erwähnt ist, haben sich diesem Problem angenommen. Und zwar gibt es CardDAV2FB. Ein Fork davon ist von Plex Senator erstellt und mit dem war ich jetzt auch in Kontakt und haben ein paar Probleme behoben, oder er hat die Probleme behoben, ich habe sie nur gemeldet. Auf jeden Fall kann man sich hier schon mal im IP-Phone-Forum genauer anschauen, was CardDAV2FB kann und was die AVM-Firmware kann. Da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, das dürft ihr euch selber durchlesen. Wir schauen uns jetzt nur an, wie wir das nutzen können. Das realistische Szenario wird sein, ihr habt einfach ein Adressbuch auf Google, iCloud, web.de oder sonst wo und das möchtet ihr natürlich synchron halten mit der Fritzbox, sodass ihr zum Beispiel auf eurem Fritz-Phone sehen könnt, wer gerade anruft. Diese Rolle übernimmt jetzt hier bei mir der Hetzner-Server, dazu gehe ich hier mal in meine Webmails rein, da habe ich dann so ein Adressbuch und hier steht schon mal Fritz Phone Adressbuch und wenn ich hier auf Durchsuchen gehe, sehe ich hier schon mal zwei Kontakte. Die wollen wir jetzt mal in die Fritzbox synchronisieren. So, ich habe mir für heute dann ein kleines Skriptchen geschrieben, dass ich auch nichts vergesse und zwar haben wir ein paar Vorarbeiten auf der Fritzbox zu tun. Da bin ich schon mal eingeloggt, die müssen natürlich Telefonie unterstützen, damit hier auch das Telefonbuch auftaucht. Wenn wir die Funktion nutzen wollen, dass wir auch Anruferbilder synchronisieren, dann müssen wir das über FTP machen. Deshalb gehe ich mal hier auf Heimnetz und gehe auf Speicher NAS und stellt sicher, dass der Zugriff über FTP hier erlaubt ist. Ich habe eine der neueren Fritzboxen, die hat ein paar Gigabyte schon im internen Speicher. Ich brauche jetzt also keinen USB-Stick für dieses Szenario. Das ist schon mal das Erste, was ihr prüfen müsst. Das Nächste wäre, dass ihr mal unter System und über Nutzer geht. Und hier habe ich mir einen FTP-User angelegt, den kann man bearbeiten und kann man hier ein Passwort zuweisen. Wichtig ist auch, dass er hier den Zugang zu den NAS-Inhalten hat und hier ist angehakt, alle an der Fritzbox verfügbaren Speicher. Jetzt haben wir schon mal alle Voraussetzungen erfüllt, aber ihr wisst ja, kein Backup, kein Mitleid. Deshalb wechsle ich mal zurück unter Telefonie und hier unter Telefonbuch. Hier habe ich jetzt keine Einträge vorhanden. Ich bin mir fast sicher, wenn ihr das Telefonbuch nutzt, habt ihr da Einträge. Und hier habt ihr einen Sichern-Button. Wir basteln jetzt hier drin rum, hier kann immer was schief gehen, also sichert bitte alle eure Telefonbücher, die in der Fritzbox gespeichert sind. Wir schauen wieder mal in das Skript hinein, also Vorarbeiten auf der Fritzbox, FTP-User gibt's, FTP ist auch erlaubt und Telefonbuch haben wir auch gesichert. Jetzt geht's weiter mit CardDAV2FB installieren und konfigurieren. Das läuft bei mir alles unter einer Debian-Distribution. Ich bin hier auf Ubuntu. Es empfiehlt sich natürlich, das zum Beispiel auf dem Raspberry Pi einfach umzusetzen. Der läuft bei mir eh den ganzen Tag und er kann die Synchronisierung halt regelmäßig einfach vornehmen. So, ich bin jetzt hier im Terminal gelandet. Ihr seht schon, hier habe ich mir ein bisschen was vorbereitet, aber das verstecke ich mal wieder. Und wir gehen mal in unser Notepad zurück. Diese ganzen Befehle findet ihr in der Videobeschreibung, die findet ihr aber auch bei GitHub so ähnlich. Ich habe hier nämlich noch Git und Composer für die Installation dran gehängt, das war bei mir nicht standardmäßig installiert. Die zwei Befehle werden als root ausgeführt, ihr seht hier vorne auch den sudo-Befehl, also immer mal ein apt-get-update machen und dann können diese Pakete hier installiert werden. So, dann nehmen wir den zweiten Befehl. Weil ich ja hier schon mal das Ganze gemacht habe, ist das jetzt installiert. Ihr führt den einfach aus und bestätigt dann nochmal, dass ihr auch tatsächlich den Krempel installieren wollt. Ansonsten gehen wir hier wieder zurück. Und jetzt ganz wichtig, den Rest führen wir jetzt nicht als root aus. Ich stehe jetzt im Dokumente-Ordner bei mir, also einem Ordner, wo auch mein UsefulWid-Nutzer entsprechend Zugriff hat. Und jetzt können wir git clone ausführen. Wechseln einmal das Verzeichnis. Und jetzt kommt dieser Composer-Befehl hier. Ich weiß auch nicht ganz genau, was der macht, muss ich zugeben. Habe ich mir einfach nur aus dem GitHub-Readme geklaut. Und das führen wir einmal aus und warten jetzt einen Moment. So, das war jetzt schon der ganze Zauber. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist zu konfigurieren. Und ich mache mal ein ls-ltra. Und hier sehe ich jetzt,
dass es hier eine config-example.php gibt. Die interessiert mich jetzt besonders. Da mache ich mal ein cp drauf. So, und hier haben wir jetzt einiges zu editieren, deshalb würde ich die hier mal in so einem grafischen Texteditor aufmachen. Natürlich könnt ihr das auch mit VI oder ja, dem Texteditor eurer Wahl editieren. Hält euch niemand von ab. Das ignorieren wir mal. So, und jetzt müssen wir mal hier durchgehen, was für uns interessant ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich nehme den internen Speicher der Fritzbox. Das heißt, ich habe keinen USB-Stick dran, das kann hier also raus. Hier kann man jetzt anpassen, welches Telefonbuch wir bespaßen wollen. Ich lasse das jetzt so im Standard stehen. Das steht hier standardmäßig auf True. Ich setze das aber mal auf False. Das werden wir auch später sehen, warum das recht sinnvoll ist. Mit Server ist der Server gemeint, den wir jetzt synchronisieren wollen. In meinem Fall ist das halt bei Hetzner. Brauche ich wieder meine Daten hier. Habe ich mir schon mal vorbereitet. Das ist bei mir die CardDAV-Adresse. Die könnt ihr euch natürlich entsprechend für euren Anbieter raussuchen. Einfach mal googeln, irgendwie gmx, web.de, CardDAV, dann findet man da schon was. Im Zweifel sogar meine Seite. Ich hatte nämlich mal auf meinem Blog eine Übersicht erstellt. Blende ich euch mal in der Infokarte ein. Man könnte jetzt hier noch weitere Server eintragen. Wir belassen es jetzt aber mal auf dem einen. So, hier haben wir wieder das gleiche Problem mit diesem USB-Stick. Das kommt raus. Und ich arbeite hier lieber mit der IP statt mit dem DNS-Namen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, FTP-User anlegen. Und der hat natürlich auch ein Passwort bekommen, als ihr den angelegt habt. Also ich habe nicht jede Konfiguration hier genutzt für dieses Video. Ja, verzeiht mir das, aber ich denke, wenn ihr da euch mehr reinfuchsen wollt, dann könnt ihr das, glaube ich, hier mit den Kommentaren ganz gut tun. Bei FTP wird es nochmal interessant. Ich nutze das jetzt nur aus dem Heimnetz. Das heißt, wir stellen hier das auf True. Ich habe nämlich kein FTPS aktiviert. Und hier wird es auch nochmal spannend, finde ich. Denn hier können wir jetzt eine E-Mail eintragen. Und hier oben sehen wir ja schon Mandatory if you use forced upload. Und ich habe oben ja, also Größe 3, egal, ich habe ja hier oben bei Forced Upload auf jeden Fall mal False eingegeben. Ich glaube, der Kommentar ist hier nicht ganz so aktuell. Nichtsdestotrotz einfach mal wieder reinkommentieren. Und jetzt kommen hier die Zugangsdaten von unserem Mail-Server hin. Habe ich mir natürlich auch schon mal vorbereitet. Das ist der hier, mailyourserver.de, also das ist in meinem Fall der. Ihr habt natürlich einen anderen Mail-Server als ich. 587 stimmt auch, passt bei mir. Und Benutzer und Passwort, da können wir hier wieder das Tab wechseln. Das ist bei mir genau der gleiche, der auch für den Kalender halt entsprechend da ist. Hier also vorsichtig, wenn ihr eine falsche E-Mail-Adresse eintragt, dann bekommt die jemand anders eure Kontakte. Wir sehen auch gleich, was das für eine Auswirkung hat. So, ansonsten, das sind jetzt erweiterte Einstellungen, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich klicke jetzt erstmal auf Speichern. Und damit ich euch das mit der E-Mail demonstrieren kann, würde ich jetzt einfach mal in die Fritzbox zurückgehen und in Telefonbuch einen neuen Eintrag erstellen. Ich hoffe, die hat nicht wirklich irgendjemand. Und dann klicke ich mal auf OK. Jetzt haben wir hier den Hans Hasen. Und jetzt passiert ja Folgendes. Wenn ich die Synchronisation starte, müssen wir mal gucken, was hier am Ende noch steht. So. Gut, also ich habe ja gesagt, wir sind jetzt hier fertig mit der Konfigurationsdatei. Ich hoffe, ich habe keine Tippfehler oder so drin. Wir starten mal CardDAV2FB mit der Option RUN und minus i. Minus i nimmt Bilder mit. Also einmal ausführen. Also er hat zwei Kontakte gefunden. Da können wir mal prüfen, ob das stimmt. Wir gehen mal auf unseren ConsulH-Account. Ja, ConsulH, hier sind wir bei Hetzner. Genau, das sind unsere zwei Kontakte. Die hat er jetzt gefunden. Zu viele Fenster, zu wenig Monitore, egal. Die hat er konvertiert und hat er zur Fritzbox hochgeladen. Hier sagt er aber auch, oh, da gibt es ja einen Kontakt in der Fritzbox. Was mache ich denn mit dem? Weil dieses Programm, CardDAV2FB, wird immer das Fritzbox-Telefonbuch unterschreiben. Deshalb habe ich vorhin gesagt, bitte sichert das entsprechend. Wir gehen also mal in die Fritzbox, wie es jetzt da aussieht. Da ist noch der Hans Hase. Ich lade das Ganze mal neu und der Hans Hase ist jetzt weg. Tja, wäre doch blöd, wenn jetzt alles überschrieben wäre und unser Kontakt von vorhin nicht mehr da wäre. Deshalb gehe ich mal in meine E-Mails rein. Und das ist jetzt der Grund, warum ich vorhin meine E-Mail-Adresse und meinen SMTP-Server in dem Skript hinterlegt habe. Da bekomme ich nämlich ein Backup von meinen Kontakten. Das heißt, mich ruft jemand auf dem Fritz-Phone an und ich speichere dem seine Nummer. Und beim nächsten Lauf von CardDAV2FB würde ich dann hier den Kontakt nochmal bekommen und könnte ihr einfach sagen, zum Adressbuch hinzufügen. Und schon habe ich den hier übernommen.
Das ist sozusagen die Rückrichtung für die Synchronisation. Ist jetzt nicht die eleganteste Lösung, das direkt hin und her zu synchronisieren, wäre natürlich schöner. Aber ich finde, das ist eine absolut gangbare Lösung. Jetzt ist ja der Hans Hase hier drin. Und ihr denkt es euch bestimmt schon, wenn ich jetzt hier nochmal ausführe, dann findet er natürlich drei Stück jetzt und die würde er jetzt auch in die Fritzbox hochladen. Also so würde sich das mit der Zeit wieder alles geben. Hier habe ich jetzt den Hans Hasen drin, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, hier vorne ist jetzt ein kleiner Symbol drin, das heißt, für den habe ich ein Bild. Das war nämlich auch noch ein Test, den ich machen wollte, der jetzt hier auch funktioniert hat. Ich gehe nochmal auf den Horst Fritz drauf und da habe ich mal ein schönes Bild drin. Ein riesengroßes natürlich. Und jetzt kann ich hier auf die Fritzbox gehen. Klick mal hier auf die, auf die Rufnummer klicke ich nicht. Ich wollte eigentlich auf den Kontakt klicken. Nee, da hinten kann ich editieren, so schaut's aus. Und kann hier auf Foto hinzufügen gehen. Und jetzt kann ich sehen, dass das Ganze hier übernommen wurde. Ich kann jetzt also auf dem Fritzphone auch die Bilder vom Adressbuch sehen. Damit ich das Ganze jetzt hier nicht immer manuell ausführen kann, würde sich zum Beispiel anbieten, das Ganze einfach mal in die ConTab einzutragen, damit es dort regelmäßig ausgeführt wird. So, das war's jetzt schon. Und während ihr den Abspann dann gleich seht, sage ich schon mal Danke an die beiden Entwickler. Zwei dürften es, glaube ich, sein, ist ja hier geforkt worden von Black Senator und der Originalentwickler ist Andy G. Und vorher gab es wohl noch einen Jens Maus und davor gab es noch einen Carlos 22. Also ja, wird wohl schon relativ lange entwickelt. Also dann Dank an alle Entwickler, die daran beteiligt sind. Und ich habe jetzt auch für mich auf jeden Fall eine Lösung, meine Adressbücher zu synchronisieren mit der Fritzbox.